Soll ich dir die Ziele nennen? Das wäre nett. Auf dem Dach links von dir. Ich will nach Hause. Ich find's hier geradeaus, links vom Turm. Es ist so fremd hier. Auf dem Dach rechts von dir. Weiß ich. Kanada ist auch ein fremdes Land, aber halt nicht so fremd. Ich dachte, der Grund dafür, dass du hierher kommen wolltest, war, weil es so fremd ist. Ja. Warum versuchst du nicht, dich zu entspannen und zu amüsieren? Du wirst dich bald viel besser fühlen, wenn du aufhörst zu grübeln. Glaubst du? Ja. Los, gehen wir runter zu Medina und machen wo ist diese Zeit Münze? Ziehen. Okay. Links kommt aus der Tür des entfernten Balkons. Links kommt aus der Tür des nächstgelegenen Balkons. Links kommt aus der Tür des nächstgelegenen Balkons. Auf dem Dach links von dir. Auf dem Dach links von dir. Auf dem Dach rechts von dir. Kommt aus der Vordertür des Hotels. Kommt aus der Vordertür des Hotels. Schlaf dich woanders aus. Ich muss ein Loch in meiner Tasche haben. Komm die Straße runter, links von dir. Tauge nichts. Rechts, Papier. Tauge nichts. Rechts, Papier. Gesinde. Komm die Straße runter, links von dir. Gesinde! Ich beschaffe ihn im nächsten Abschnitt. Gehe zu Apartment 12 und warte auf mein Signal. Oh, und vergiss nicht, deine Waffe zu verstecken, sonst erregst du Aufsehen. Habe gehört, er will eine Amerikanerin heiraten. Meinst du das Mädchen, das keine Schuhe tragen möchte? Ja, die. Ich frage mich, ob alle Amerikanerinnen Schuhe hassen. Erscheint merkwürdig, aber Amerika ist auch ein sehr merkwürdiges Land. Sie mag verrückt sein, aber sie ist attraktiv. Ah, aber du fühlst dich immer von attraktiven Frauen angezogen. Alle Frauen sind verrückt. Psst, nicht so laut. Bin in Position. Gut. Er ist fast da. Ihr
Hier kommt er. Halte dich bereit. Kommt auf dich zu. Pass auf, wenn er vor dem rechten Fenster vorbeikommt. Du hast gerade einen Kunden verloren. Der Junge schafft mich noch. Fenster, zweiter Stock, direkt rechts. Nicht schon wieder! Wo bist du, du bescheuerte kleine Münze? Kommt auf dich zu, pass auf, wenn der Hund. Ich sollte das Ding schnell finden, bevor die Diebe hier gleich scharenweise einfallen. Fenster, zweiter Stock, ganz rechts außen. Rechts, kommt gerade ums Gebäude. Fenster, zweite Etage, links von dir. Links, kommt gerade ums Gebäude. Fenster, zweiter Stock, ganz rechts außen. Das musst du mir nicht sagen. Ich habe hier gestanden. Ein bisschen Respekt könnte dir nicht schaden. War nur ein Witz. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Verdammt, sie müssen dich gesehen haben. Eine Gruppe Schläger kommt auf dich zu. Wie viele? Ich glaube 6. Kommst du zurecht? Natürlich. Treffe dich in einer Stunde am Hotel. Okay. Pass auf dich auf. Erstmal werde ich auf die bösen Jungs aufpassen. Halte deine Leute außer Sichtweite. Wir möchten unsere Falle nicht verraten. Ja, Sir. Ich meine nein, Sir. Ich meine ja zum ersten und nein zum zweiten Teil, Sir. Klappe! Mach, was ich sage, Idiot. Sieht so aus, als bräuchten Sie einen Affen. Wie bitte? Ich habe hier einen sehr hübschen Affen für Sie. Jemand? Oh, hab mich wohl verhört. Darf ich Ihnen was Kaltes zu trinken anbieten? Nee, danke. Vielleicht später. Hallo? Bist du okay? Hallo? Ich sehe, wer ist da? Ich sehe wohl schon weiße Mäuse. Ist da jemand? Oh!
Wer ist da? Etwas Ruhiges, Romantisches. Es ist unser Hochzeitstag. In diesem Fall... Irgendein Zeichen von ihr? Gar nichts. Hey, Mist, ich muss mal. Dann geh doch. Was, wenn sie sich genau daran blicken lässt? Guter Einwand. Geht's denn noch? Ich hoffe. Ist euch... Alle Mann in Deckung! Ja! Alle Mann in Wer ist da? Zu spät, wie immer. Ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Du machst dir immer Sorgen. Soll das ein Vorwurf sein? Du bist wie ein ungezogenes Kind. Und du bist eine nervende Tante. Du könntest wenigstens auf mein Geschlecht Rücksicht nehmen. Nervender Onkel eben. Danke. Macht Spaß. Sehe ich. Werde jetzt bloß nicht nachlässig. Wir sind immer noch in Gefahr. Weiß ich. Hier wimmelt's von Schlägern. Mist, wie haben die uns gefunden? Wir wurden verraten, das ist die einzige Erklärung. Sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Ja, ganz sicher. Wenn die das mit dem Hotel wussten, warten sie vielleicht auch an der Küste auf uns. Wir müssen's riskieren. Wenn wir nicht an Bord der Abigail sind, wenn sie ablegt, müssen wir selber aus Marokko rauskommen. Oder für immer bleiben. Volkov! Runter, dummes Ding! Seit 6 Jahren träume ich von diesem Tag. Bruno! Ich bereue nur, dass ich nicht die Zeit habe, deine Niederlage so richtig auszukosten. Hinterher! Alles mein Fehler. Wenn du dich nicht um mich hättest kümmern müssen, hätte er dich nicht ausstechen können. Albernes Ding. Die Sorge um dich ist alles, was mir geblieben ist. Sag doch nicht sowas. Es gab immer viele Gründe für mich zu sterben. Du gabst mir Lebensmut. Bleib bei mir. Vielleicht in deiner Erinnerung. Bruno! Das Mädchen ist in der Lobby. Töte sie. Warum töten Sie sie nicht, Mr. Volkov? Wollte ich, aber meine Rachegelüste lenkten mich ab. Sollte eine Lehre sein, sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Guter Rat, Sir. Gut, dann gehe ich sie jetzt erschießen. Sorge dafür, dass es keine Zeugen gibt. Wir sollen alle töten? Erst alle töten, dann das Hotel zerstören. Sollen sich unsere Gegner nach Antworten tot suchen. Alle Mann in Deckung! Zurück!
Wer ist da? Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Volkov. Ich finde dich überall. Tötet sie, ihr inkompetenten Trottel. Keinen Pfifferling für dieses eklige Vieh. Beleidigen Sie meinen Affen? Pfeif auf deinen Affen. Sie sind eine schreckliche Person. Ich finde den Affen irgendwie süß. Mach nur weiter so! Wie der Aufstieg so! Ja! Achtung! Guckeln! Ja!
Wer bist du? Guten Tag. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich werde nicht reden. Ich kann allen Formen der Folter widerstehen. Das werden wir sehen. Was immer Sie wünschen. Macht das Spaß? Nein. Ruchloses Weib. Hast du genug? Ja, danke. Aber ich werde immer noch nicht reden. Letzte Chance, Kumpel. Sag mir, wo ich Volkov finde und ich lass dich in Ruhe. Werden Sie nicht von mir erfahren. Du weißt selber nicht, wo er ist, richtig? Wohl. Was habe ich mir eigentlich gedacht? Wieso sollte Dimitri Volkov jemandem wie dir erzählen, wo er hingeht? Dimitri und ich stehen uns nah, sehr nah. Aha. Ich begrüße es übrigens nicht besonders, als Dummkopf bezeichnet zu werden. Ich bin ein harter Arbeiter. Kein Zuckerschlecken, Krimineller zu sein. Viel Druck. Tschüss. Halt, warten Sie. Ich weiß nicht, wo Volkov ist. Aber ich habe was Interessantes für Sie. Man braucht ca. 15 Minuten bis zum Flughafen. Würde dir gefallen, nicht wahr? Wie bitte? Ich bin doch nicht verrückt, du Schurke. Ich bin Amerikaner. Wir haben Moral in Amerika. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Das ist unerträglich. Halten Sie sofort an. Ich gehe lieber zu Fuß zum Flughafen, als mir das weiter anzuhören. Ich dachte, das sei ein zivilisiertes Land. Nichts von ihr zu sehen. Sicher, dass sie kommt? Sie wird kommen. Wenn sie davon kommt, töte ich jeden, den sie am Leben lässt. Verstanden? Klar und deutlich.
Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Hey! Was? Nichts. Wollte mich nur vergewissern, dass du noch wach bist. Hallo? Wer ist da? Lawson ist ein Schiff. Sondern Mr. Nein, bitte nicht! Wir treffen uns wieder, Miss Archer.